Ein kleiner Mann, der einen großen und krummen Schatten warf. Großvater? Was kann ich für dich tun, Sophia? Mein Großvater wurde ermordet. Der Tod einer Legende. Leonidas hatte viele einflussreiche Freunde. Er hatte auch einflussreiche Feinde. Der Mörder könnte noch im Haus sein. Ich habe Angst, Charles. Sind Sie Sophias Schnüffler? Ich kannte einst einen Hayward. Es erging ihm ganz gut, bis er ermordet wurde. Diese Menschen. Sie wurden reich geboren und denken, sie sind unantastbar. Sie ist nur aufs Geld aus. Ich würde diese Frau gar mit meinen bloßen Händen erwürgen. Sie würden es also gern sehen, dass Brenda hängt. Sie verdrehen mir die Worte. Wir sind eine eigenartige Familie, Charles. Ein weiterer Mord ist überfällig. Findest du nicht? So viel Rücksichtslosigkeit. Das ist verstörend. So etwas passiert, wenn die Person, die man am meisten liebt, auch die Person ist, die man am meisten hasst. Ich bin sicher, Sie verstehen das. Sophia, stopp! Wäre es anders, wären Sie nicht in diesem Haus. Wie sind Mörder denn so? Wie Sie? Ich, wie jeder. Heißblütig, kaltblütig. Sie teilen die eine oder andere Eigenschaft. Eitelkeit, mangelndes Mitgefühl. Und Mörder neigen dazu zu denken, dass sie über den Regeln und Gesetzen stehen, die für Normalsterbliche gelten. Diese Beschreibung passt auf jedes Mitglied dieser Familie. Agatha Christie, das krumme Haus. Nur im Kino.